So Leute, das ist mein zweites Video, wo ich euch zeige, wie man macOS neu installiert auf einem MacBook. Diesmal ist ein MacBook Air, müsste von 2011 sein, 11 Zoll. Hier drauf ist noch Ubuntu installiert, wie man sieht. Und das werden wir jetzt mal runterlöschen und das normale macOS, das aktuellste, was geht, installieren. Dazu schalten wir den ein, drücken sofort Alt, Command und R. Dann müsste gleich die Weltkugel kommen. Jetzt können wir loslassen und warten, bis er unser WLAN-Netzwerk anzeigt. So, jetzt wählen wir unser WLAN-Netzwerk aus, geben unser Passwort ein. Jetzt lädt er die Software runter. Das kann ein Weilchen dauern. So, jetzt können wir weitermachen. Als erstes gehen wir auf Festplattendienstprogramm. Wählen wir die Festplatte aus. Hier oben, nee, hier ganz oben, die war das, glaube ich. Genau, hier ganz oben, links die. Hier wählen wir noch aus, wie die heißen soll. Und jetzt löschen wir sie. Aber wie ich schon gesehen habe, hat er jetzt macOS Lion. Das ist das Programm, womit das Gerät ausgeliefert wurde. Das hat er jetzt runtergeladen. Das ist aber nicht schlimm, weil wir können danach immer noch auf die anderen updaten und können die ganz einfach über die Apple-Seite runterladen. Jetzt können wir das Fenster hier schließen, macOS X erneut installieren auswählen, auf Fortfahren, Fortfahren, wieder Fortfahren. Akzeptieren. Hier wählen wir die Festplatte aus und drücken auf Installieren. Und jetzt müssen wir nur noch warten, bis er fertig ist. Und danach, wie gesagt, kann man auf die Apple-Internetseite gehen und auf der Seite kann man sich dann das neueste mögliche Programm, was für dieses MacBook geeignet ist, runterladen und dann über das macOS Lion installieren.